So, liebe Fans von EP, ich begrüße euch hiermit zurück nach der Sommerpause, pünktlich am 3. September, mit Let's Play Eisenbahnechse Professional 9.0. Und weiter geht's jetzt auf unserer kleinen, aber feinen Anlage. So sieht sie momentan aus mit dem Schloss hier hinten und dem Windrad. Wir sollen hier einen Weg nach oben führen lassen und eine Baumallee mit kleinen Häusern oder Fachwerkhäusern oder so hochbauen. Das werden wir allerdings im nächsten Part machen, weil ich jetzt nicht genau weiß, was er geschrieben hat per E-Mail, per Kommentar. Ich kann aber hier schon mal schauen, ob das geht. Nein, nicht generieren, sondern so eine Rampe hier hochbauen, ob das geht. Ah ja, das funktioniert. Das finde ich sozial. Dann kann man hier nämlich schön den Weg bauen nach oben. So. Vielleicht ein bisschen breiter das Ganze. Ja, meine Sommerpause war erholsam. Ich habe auch ein paar reale Bahnvideos gemacht von Nürnberg, Kassel-Wilhelmshöhe, von der Regiotram aus Kassel. Was habe ich noch? Aus Nürnberg ein bisschen was, aus Kamen der Oberpfalz, aus Roding und so. Und das werde ich die nächste Zeit jetzt rausballern. Zwei Videos im Monat habe ich mich festgelegt. Dazu gibt es auch eine neue Webseite. Der Link dazu in der Videobeschreibung sowie am Kanal selbst. Ich habe mir viel Mühe gegeben damit. Also es steckt schon Arbeit drin. Ja, könnt ihr mal reinschauen. Wieder liken, Facebook und so. Und dann werden wir schon größer, die 100 Abonnenten. So lange dauert es ja nicht mehr. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Als Spezial, wenn euch eine Idee einfällt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Oder persönliche Nachricht, YouTube-Nachricht, E-Mail, fewbaum.ep@googlemail.com. Oder eine Nachricht auf der Homepage. Ihr könnt euch auch ins Gästebuch eintragen auf der Homepage. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das macht. Das werden ein paar Einträge haben und bis jetzt sind es zwei oder drei oder vier, irgend sowas. Ja. Ja, wir lassen es jetzt mal wieder angehen. Das EP. Let's Show wird auch dann bald wieder aufgenommen. Mit Münsterner Bahnhof. Leider habe ich es nicht wirklich geschafft, den Bahnhof Münster anzusehen. Aber okay. Kann man jetzt nichts machen. Auf jeden Fall habe ich viel von Deutschland gesehen. Berlin, Hamburg, Köln, Fulda, Frankfurt am Main, Bayern fast fertig und so weiter. Also es war recht erholsam. So, jetzt möchte ich mal Pflastersteine. Ja, die sind ja sowieso hier drüben. Auf der Straße. Oder hier. Was ich hier für einen Weg nach oben machen werde. Ich weiß nicht, ob das schön aussieht hier. Ich glaube mal eher nicht. Ist ein bisschen kantig das Ganze. Ich würde mal unterschreiben, dass das nichts ist. Aber die Pflastersteine kann ich oben machen beim Schloss. Das ist kein Problem. Und dann machen wir hier eine richtige Straße nach oben dann. Und dann wäre es das auch soweit mit dem Schloss. Dann kommt noch eine Baumallee und so, was halt gewünscht war. Wie vorher, einfach immer, wenn euch Ideen einfallen etc. Ein Kommentar reicht und dann werde ich sehen,
ob ich die Idee verwenden kann. Mit der Feuerwache und so, das ist natürlich nicht vergessen. Nur ich war noch nicht im Trendshop, also schon, aber habe die Sache noch nicht geholt. Jetzt kommen erstmal der IC-Steuerwagen dann dazu und der BLB-Flirt und so Zeugs halt. Ja, ich baue jetzt hier einfach schon mal die Straße nach oben. Gamescom war auch. Ich hatte leider nicht die Gelegenheit und Zeit hinzufahren. Werde ich nächstes Jahr sicherlich machen, wenn es klappt. Wenn nicht, dann halt nicht, wie immer. Und ja, soweit. Zudem. So. Wie mache ich die Straße jetzt am dümmsten da hoch? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich könnte hier eine Brücke über die Gleise machen. Oder auch einen Bahnübergang. Könnt ihr mir jetzt mal schreiben, was euch lieber ist? Entweder hier so links, also eine Einmündung für einen Bahnübergang, die was dann die Straße hier nach hinten läuft und dann hier nach oben. Oder irgendwo von, ja gut, Brücke ist jetzt nicht so ideal, oder? Doch eigentlich schon, wenn ich hier so eine Hochbrücke bauen würde mit einer Autobahn oder einer Bundesstraße, eine Zweispurigen, die was auf Stelzen steht und über das Dorf geht. Und auch hier über diese Straße und dann über die Gleise. Und dann teilt sich die Straße hier. Ein Teil geht nach rechts oder links und ein Teil geht nach oben dann. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ich das machen soll. So, erstmal zwischenspeichern und weitermachen. Ich würde jetzt hier weitermachen, denke ich mal. Am Dorfplatz. Der Bahnhofsplatz ist, glaube ich, ein bisschen zu groß hier. Ein bisschen übertrieben, den Pflasterstein. So. Genau so das Ganze hier. Und hier dann ein bisschen breiter. Hier kann ich ja auch dann gleich mal Parkplätze bauen. Hier so am Bahnsteigrand. Wo waren die nochmal unter den Immobilien, glaube ich? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die finde. Im Parkhaus gibt es auch. Sieht aber irgendwie nicht nach Parkhaus aus. Ja. Fällt mir jetzt nicht so. Wenn ich jetzt wüsste, wo die Parkplätze wären, die hatte ich ja als Free installiert. Was ich jetzt gleich mal machen kann, ist eine Schallwand setzen. Das mit den Parkplätzen mache ich dann ein anderes Mal. Also die kommen hier einfach so eine Reihe hin. Das klang für so einen, reicht für so einen Dorfparkplatz, würde ich mal sagen. So, und jetzt entweder die aufwendige Schallwand, also etwas aufwendigere, wo man immer Teile nebeneinander setzen muss. Die was, glaube ich, auch deutlich schöner ist. Oder ich nehme den Wasserwegsplan, dass die Bewohner hier nicht gestört werden. Ich glaube, ich bin aber mehr für den Wasserwegsplan sogar, weil dann dann habe ich sie im Knick nicht zu schwer. Obwohl hin im Bahnhof eine Schallwand. Ne, die lasse ich jetzt mal ganz weg, weil so groß ist jetzt der Bahnhof auch nicht, dass hier ewig viel Verkehr fährt. Ja, was kann ich jetzt hier machen? Ich könnte schon mal ein paar Züge fahren lassen. Steckt hier jetzt schon Technik drin? Ich glaube nein.
Gleise sind aber schon verbunden. Ja, da muss aber sowieso einen Schattenbahnhof her. Dann baue ich einfach den mal. Schieneneditor. So, dass die nicht mehr verbunden sind miteinander. Und dann baue ich hier jetzt mal einen Schattenbahnhof. Ich senke die immer minus 10 ab normal, aber es stört mich jetzt manchmal schon, weil man den Ton hört. Also in diesem Fall minus 20 jetzt. Die Länge mache ich mal auf 100. So, das Ganze auf zweigleisigem Niveau. Erstmal. So. Und dann mein Mausrad quietscht, habe ich gerade gemerkt. Ist mir auch neu. Aber okay. So, was könnte ich jetzt hier fahren lassen? Das ist jetzt die Frage. Kommen hier erstmal vier Gleise raus. Und hier jeweils zwei Weichen rein. So, einmal und dann auch ein zweites Mal. Genau so. Dann einmal nach rechts und einmal nach links das Ganze. Nö, nicht mehr zweimal nach links. So, und dann den ganzen Mist hier verbinden. Ist mir jetzt aber einen Fehler unterlaufen. Warum ist denn das jetzt Normalhöhe? Komisch. Komisch, komisch. Dann senke ich das mal extra ab hier. Macht er das jetzt nicht? Ja, okay. Hier geht's. Okay, dann muss ich mir da was einfallen lassen. So. So. Nochmal probieren. Ja, jetzt geht's. So, dann das Ganze auch hier verbinden. Richtig verbinden, wenn es möglich wäre. Nicht nur so halb. Ja, allzu lange dauert es nicht mehr. Im Oktober soll ja EP10 kommen. Ob so ist, wird man sehen oder ob Verspätungen dabei sind. Alles klar. Schon klar, was das hier werden soll. Ist eine gute Frage. Ja, ich könnte das jetzt auch ganz anders machen. Dann mache ich es mal anders. Zwar habe ich dann auch noch mehr Platz im Schattenbahnhof. So. Und zwar den ganzen Mist hier so verbinden. Nein, nicht so. Das schon.
Also irgendwie ist so hier ein Durcheinander mit den Längen und mit den Höhen. Will ich jetzt nicht so ganz verstehen. Warum 30? Warum ist das Höhe 30 hier? Minus 20.0. Ja, schon mal ein paar kleine Fehler am Anfang wieder. Das jetzt auch an EP selbst liegt. So. Warum wir jetzt wieder minus 40? Also ich weiß ja nicht. So, jetzt mache ich hier einfach eine virtuelle nein, hier noch nicht. Gleich mache ich hier dann noch eine virtuelle Verbindung. So, jetzt werden die Gleise jeweils um eins verlängert. Und dann wird hier eine virtuelle Verbindung gebastelt. Dann habe ich auch gleich ein bisschen mehr Platz im Schattenbahner für längere Züge, seitens Güterzüge. Jo, dann wird das Ganze wieder verbunden. Viel Bahnverkehr wird hier nicht laufen. Allzu viel zumindest nicht. So. Wieder hier rechts und dann kommt er hier rechts, hier links und hier links. Ja, virtuell. So. Und dann schaut das Ganze wieder ein bisschen dumm aus. Hier ist noch ein Fehler drin. Entferne das Gleis jetzt einfach mal. Sind jetzt auch noch dummerweise 3D-Gleise. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber die kann ich auch ohne euch noch tauschen dann, das ist nicht das Problem. Ja, hier ist irgendein Fehler drin. Ich möchte aber gar nicht wissen, was. Für eine. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ja, warum werden diese Gleise hier nicht verbunden? Mache jetzt. Ja gut, virtuelle Verbindung kann ich hier jetzt auch noch nicht machen. Ich wandere jetzt einfach noch ein Stück nach hinten. Und dann nochmal probieren, ob es jetzt geht. Es geht natürlich nicht. Dann mache ich das Ganze anders. Ich mache das 100 hier in diese Richtung. Und dann hier einfach noch eine kleine virtuelle Verbindung. So, genau. Und dann hat sich das Ganze auch. So, das Ganze wird ja Diesel. Dementsprechend probiere ich jetzt einfach mal einen ersten Dieselzug. Ich nehme jetzt einen Intercity und hänge eine 218 dran. So. Die vordere Lok kommt jetzt weg. Und tasche ich dann manuell, also ohne Aufnahme, die 3D-Gleise noch, wenn ich dazu komme. So.
Merke schon, das wird wieder eine längere Aufnahme. Wir sind jetzt gerade bei 20 Minuten. Schön für euch natürlich wieder. Für mich ist es Arbeit. Oh, da habe ich kein Problem damit. Ja, wenn euch die Videos gefallen, bitte immer einen Daumen hoch geben. Ein Wunsch von mir. Dann weiß ich auch, dass euch meine Arbeit gefällt. So, 2x218 dran. Einmal Koppeln erlauben und los geht's. Dann einfach mal den Sound ausmachen, nicht dass ihr mich nicht mehr hört, weil es zu laut ist. Ich stelle das jetzt meinen EP direkt ein. So. Das wird jetzt nicht 100% flüssig laufen bei euch. Aber damit müsst ihr leben. So, also die Wagen sind auch recht schön. Da passt der neue Intercity-Wagen bestimmt gut dran. Von der Grafik her und von der Entwicklung. So, jetzt das Ganze mal unten ansehen. Der ist jetzt verkehrt gefahren, habe ich gerade gemerkt. Diesen Fehler werden wir jetzt noch beheben, bevor ich es wieder vergesse. So. Bearbeiten virtuelle Verbindungen von rechts nach rechts. Von links nach links. Jetzt müsste es richtig sein. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Oder ist der innen gefahren? Jetzt fährt er falsch. In die andere Richtung. Ja, jetzt fährt er hier richtig. Ich schneide den Part jetzt mal nicht in zwei Teile. Genau, so gehört sich das Ganze hier. Ob ich den Zug dann hier in diesem Dorf halten werde, weiß ich nicht. Oder ob hier nur irgendwelche Regionalzüge halten, die dann vom Intercity überholt werden oder so. Das kann ich mir alles noch überlegen. Oder ihr könnt es mir auch in die Kommentare schreiben. Soll der Intercity hier halten? Oder sollen hier Regionalzüge halten und vom Intercity überholt werden manchmal? Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Und ja, bis dahin sage ich dann auch einfach nochmal speichern. Ja, dann sofern bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.